Jetzt ist, die Coral Peace ist auch endlich mal da. Nach weiß ich nicht wie vielen Monaten. Das ist so krass, ey. Ich frag mich, warum Quebec so selten anlaufbar ist. So, die da Horste. Ach, die wird ja repariert, stimmt. Die Danubi, okay, mit Schlupp, Schlupp bitte ablegen. Alter, 800.000 Schlepperhilfe. Lecco Mio. So, Auftragsliste. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Metro Vancouver, gab es nicht irgendwo mal. Hier, guck mal, Lagos. Nur so viele. Teilnehmer mit. Ja, komm. Sieht gut aus. Ablegen. Lagos. Schwupps. Einmal hin, einmal Vollspeed, einmal gib ihm. Oh. Ich wette, ihr habt schon Wetten abgeschlossen. So nach dem Motto, und vergisst das oder vergisst das nicht? Und natürlich vergisst das. Aber das geht ja hier ganz easy. Schon wieder so ein kleiner Pisskahn. Schieb ab, Alter. Ja, das schaffen wir schon. So, drehen wir oder drehen wir nicht? Eigentlich brauchen wir nicht, aber ich mach's mal, weil ich's so geil finde. Finde ich cool. Zack, zack. Und dann geben wir andersrum Gas. Nein, du bleibst hier drüben. Kriegen wir das hin? Guck mal, was der für engen Kurven fährt hier. Die Danubi. Eines unserer Besten. Ja. Krieg dich hin. Absolut vortrefflich, sehr gut. Flups, haben wir wieder ein bisschen Berühmtheit erlangt. Das ist sehr gut. Die MS Xomo, da ist zum Anlegen bereit. Das macht sie mit Schlepperhilfe. Radioaktive Stoffe. Die betankt mal bitte. So, dann gucken wir uns mal hier die Felixdove. Guck mal, da kannst du gleich nach Valencia zurückdüsen. Auf nach Europe. Nach Spania ablegen. Dorthin. Mit Schlepperhilfe. Sehr gut. Und dann kannst du gleich mal hier Weltkarte, die MS Rocke ist das, ne? Genau. Ablegen. Warum kann ich mit der nicht ablegen? Ich verstehe das nicht. Ist mir gerade echt ein Rätsel. Löschen kann ich den nicht. Nach Georgia Ports geht's auch nicht. Ganz langsam. Ganz schnell. Tanken kann ich auch nicht, weil er voll ist. Reparieren lassen kann ich auch nicht, weil er halt nicht geht. Ich befürchte, meine Ladies und meine Gentlemens, wir müssen die MS Rockel einfach verkaufen. Ich glaube, das ist mal wieder ein Bug. Huch, abbrechen. Nein, will nicht auflösen. Ich glaube, das ist ein Bug. Ganz schlicht und ergreifend ein Bug. So, die MS Rockel kann ich nicht mehr verkaufen. Da fuck. Okay. Ganz tief durchatmen. Wir müssen mit einer Panamax. Wir kaufen uns mal eben eine Panamax, weil wir es haben. So dicke und so. Die alte müsste gleich wieder kommen, wa? Mit ihrem Medium Standard P, keine Ahnung. Ich brauche bloß einmal ablegen. Kaufen. Hamburg. Ja, würfel mal. Regina. Ey, so heißt meine Ma. So. Hamburg. Ablegen. Du fährst nach Rotterdam. Manuell ablegen.
frage mich wirklich, was mit der Rockel los ist. Das scheint ein Bug zu sein. Ich werde mal sowieso jetzt mal einen Break machen, einen Cut machen, die Aufnahme mal beenden. Und jetzt sind wir sowieso dann hier durch. Immer gib ihm hier. Halt, stopp. Warum liegt denn die vorwärts drin? Naja. Und dann werden wir mal die Geschichte abspeichern. Vielleicht ist nach dem Nachladen. Vielleicht kann ich dann die MS Rockel wieder nutzen. Aber ich will jetzt erstmal hier die Mission fertig kriegen. Dass wir mit diesem An- und Ablegen da fertig sind. Ach, da hinten muss ich hin. Okay. Nee, stopp. Ich dachte, da muss ich hin. Der Captain hat einen gesoffen. Flupp. Alter Falter. Was mache ich denn hier? So, jetzt. Meine Fresse. So ein Stück noch korrigieren. Die fährt sich aber auch. Halleluja. So. So, zack. Alles klärchen, Pupärchen. Dann kannst du losgehen. So, und dann, ja, wie gesagt, mache ich am besten mal einen kleinen Aufnahmebreak. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, die Idee. Und dann hat sich vielleicht die MS Rockel beim nächsten Mal wieder gefangen. Boah. Dann gucken wir mal jetzt schnell, was passiert, wenn wir den Auftrag jetzt abgegeben haben. Weil dann müssen wir uns wirklich bloß darauf konzentrieren, dass wir Magnat werden. Quatsch, nicht Magnat, sondern Tycoon. Und damit wir uns dann freikaufen können von der Scheiße. Und ich glaube mal, die will ja bestimmt eine Milliarde oder so haben. Damit sie happy ist. Damit sie forever leben kann wie im Schlaraffenland. Ist jetzt mal so meine Vermutung von der Madame. So, absolut vortrefflich, Captain. Sehr gut. Grandios, Chef. Sie haben allen gezeigt, dass sie es noch drauf haben. Beenden Sie aber erst die anderen Aufgaben. Bevor wir die Reederei freikaufen. Jawohl. Okay, okay, okay. Das ist unser Plan. Die MS Coral Peace in Quebec. Na, das müssen wir noch mitnehmen. Manuell bitte, weil ich gerne wissen würde, wie Quebec denn aussieht. Ist das alles? Ist das Quebec? Okay. Zst. MS Kolpe. Oh. Wie machen wir das? Hier so lang? Müssen wir ja. Zst. Einmal rum. Oh, brr. Stopp, 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 stopp. Was driftet die denn so? Pass mal auf, wir machen das so. Wie hier, dann so zurück und dann wieder vor. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Sollte aber. Vielleicht können wir ja so dann mit dem Arsch hier so ein Stück hinten rein in diese Bucht oder was das hier immer ist. Quebec ist ja ein absoluter Scheißhafen, wenn du mich fragst. Und genau deswegen, wegen diesem kleinen Ding hier, wegen diesem Lagerhaus oder was da ist. So, okay. Dann noch ein Stück daran. Damit wir ein bisschen näher an der Kaimauer sind. Musik ist mal wieder ruhig. Ach, na klar, natürlich ist da wieder blau und gesperrt. Gut, dann drehen wir rum. Und dann machen wir es gleich so. Zack. Kehrtwende. Und dann machen wir es wieder so. Kehrtwende. Achso. Oh, dann gleich wieder so. Achso. Shit, 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 shit. Puh. Okay, okay, okay. Das sieht ganz gut aus. Zack. Einmal gerade. Komm ein Stück rüber noch. Ein Stück rüber. Ja. So sieht es ganz gut aus. Das sieht super aus. So, okay. Dreamhaftelig. Wenn du mich fragst, können wir jetzt ganz sanft, ich hoffe, dass hier die Eisbrocken nicht nerven. Können wir jetzt hier ganz sanft einparken.
Schon ein bisschen knifflig hier, Quebec. Vor allem hat sie irgendwie eine Strömung oder so. Wir werden abgetrieben von der Kaimauer. Was denn für Pisse? So. Und so. Und so. Meine Fresse, ey. Ich komme echt wegen der Strömung nicht rum. Ich lach mich tot. Jesus. Ich komme hier wegen der Strömung nicht rum. Ich werde hier weggetrieben. Wenn ich jetzt hier komplett stehen bleibe. Steht er dann? Ja, dann steht er. Jetzt werde ich an die Kaimauer rangetrieben, oder was? Erst werde ich weggetrieben, dann werde ich rangetrieben. Boah, leck mir doch die Pollen. So. Schließen. Hab wieder Berühmtheit eingebüßt, aber ist mir gerade kackegal. Was für ein blöder Hafen, warum wollt ihr denn immer überall hin? Warum wollte ich denn hier unbedingt her? So rum. Postpakete, Chemikalien, Waffen gibt's hier. Ah, okay, das ist natürlich spannend. Waffen. Nach Jebel Ali, klar. Und nach Algier, klar. Unterstützen wir die Extremisten. Den IS mal ein paar Waffen unter den Arsch schieben. So. Algier zum einen. Und dann dahin. Mit Schlepper bitte. Okay. Ja, die Alte wird sich bestimmt gleich melden. Dann sind wir wieder 200 Millionen los. Die Regina ist bereit zum Anlegen in Rotterdam. Ja, das kann sie bitte mit Schluppi machen. Und die Regina, tut mir leid, Ma, aber ich werde dich gleich wieder verkaufen. Du warst bloß Mittel zum Zweck. So, damit ist das erledigt. Okay, das heißt, wir haben für die nächste Aufnahmesession sehr viel vor. Wir müssen unseren Tycoon-Rang hier erreichen. Und dazu müssen wir A, weltberühmt sein, was wir ja noch ein Stückchen weit weg sind. Wir brauchen noch ein paar Schiffe. Häfen haben wir alle angefahren. Wir müssen Zweigstellen errichten, das ist das kleinste Problem. Firmenverträge 15, das wird unser großes Problem sein, weil 15 Firmenverträge ist echt, das dauert schon ein bisschen. Und wir brauchen noch 4 New Panamax-Schiffe. Das Gute ist, wir brauchen insgesamt 10 Schiffe. Und eins müssen wir noch austauschen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann... Nee, die Coral P, die bleibt. Wir werden wahrscheinlich die MS Rockel und hier vielleicht ein paar von diesen... Die Xomoda oder die Merle, die Basti, eine von denen, die werden wir einfach in New Panamax Schiffe umwandeln. Das machen wir aber alles im nächsten Part, beziehungsweise in den nächsten Folgen, in der nächsten Aufnahmesession. Und jetzt sind ja die Firmenverträge dran. Da werden wir auch das entsprechende Kleingeld dafür verdienen, nehme ich an. Und 480 Millionen haben wir ja. Das wird schon passen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, auch bei der nächsten Session mit dabei seid. Die MS Basti ist in Jebel Ali angekommen. Und diesen Hafen haben wir ja jetzt in der Aufnahmesession mehr als genug durchgenommen. Jetzt fehlen mir gerade die Worte. Alles, was mir zu sagen bleibt, ist noch Tschüss und bis dann.